Das ist Alex. Alex studiert Wirtschaftswissenschaften an der Universität Paderborn. In den großen Vorlesungen fühlt er sich manchmal ein wenig verloren und traut sich nicht immer nachzufragen, wenn er etwas nicht verstanden hat. Außerdem ermüdet ihn häufig das lange und konzentrierte Zuhören über 90 Minuten. Kurz nach der Vorlesung kann er sich teilweise an viele Dinge schon nicht mehr erinnern. So richtig verstanden hat er die Inhalte häufig auch nicht. So geht es aber nicht nur Alex, sondern auch vielen anderen Studierenden. Das ist Herr Hochstein. Er ist Professor der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Paderborn. Auch er ist mit der Situation unzufrieden. Häufig ist er nicht sicher, ob die Studierenden den Stoff überhaupt verstanden haben. Fragen werden nur sporadisch gestellt. Er hingegen fragt sich, wie er die Vorlesung für die Studierenden so gestalten kann, dass diese sich aktiver einbringen können und dadurch mehr von den Vorlesungen mitnehmen. Hier kommt Pingo ins Spiel. Aber halt, was ist Pingo und wie funktioniert das überhaupt? Also, Pingo ist ein IT-gestütztes Lehr- und Lernkonzept, welches die Umsetzung von Peer Instruction auch in großen Gruppen ermöglicht. Peer Instruction hilft den Studierenden dabei, die vermittelten Inhalte besser zu verstehen und zu behalten. Zentrales Element ist es, die Studierenden durch die Bearbeitung von Aufgabenstellungen zu aktivieren und in die Vorlesung mit einzubeziehen. Gleichzeitig kann Professor Hochstein über die Antworten der Studierenden sein weiteres Vorgehen in der Veranstaltung anpassen. Das Ganze funktioniert grundsätzlich in 4 Schritten. Schauen wir uns diese nun genauer an. Im ersten Schritt präsentiert Herr Hochstein Lerninhalte der Veranstaltung. Anschließend stellt er hierzu eine Aufgabe mit mehreren Antwortalternativen, zwischen denen die Studierenden die richtige auswählen sollen. Zur Abstimmung über die richtige Lösung startet Herr Hochstein die webbasierte Pingo-Software. Für jede neue Veranstaltung bekommt Herr Hochstein einen Code, den die Studierenden eingeben, um an der Abstimmung teilnehmen zu können. Im zweiten Schritt lesen und bearbeiten die Studierenden die Aufgabe. Wenn Alex und seine Kommilitonen sich für eine Lösung entschieden haben, gehen sie mit ihrem Laptop, Smartphone oder einem anderen internetfähigen Endgerät online und können nun die aus ihrer Sicht richtige Antwort markieren. Dafür hat man allerdings nicht unbegrenzt Zeit. Kurz vor Ende der Bearbeitungszeit erfolgen ein akustisches und ein optisches Signal, damit auch die letzten Studierenden vor Ablauf der Zeit ihre Antwort rechtzeitig eingeben können. Jetzt ist wieder Herr Hochstein an der Reihe, die Antworten auszuwerten und abhängig von den Ergebnissen die nächste Phase einzuleiten. Hierzu schauen sich Herr Hochstein, Alex und seine Kommilitonen zunächst die Verteilung der Antworten auf die verschiedenen Antwortmöglichkeiten an. Nun sind 3 Situationen möglich. Im einfachsten Fall hat der Großteil der Studierenden die richtige Antwort eingegeben. Dies deutet darauf hin, dass die meisten die Lerninhalte verstanden haben. Verbliebene Unklarheiten können kurz erläutert werden, bevor Herr Hochstein mit der Veranstaltung fortfährt. Wenn nur ein kleiner Teil der Studierenden die richtige Antwort eingegeben hat, wiederholt und vertieft Herr Hochstein die Präsentation des Lerninhaltes auf eine angepasste Art und Weise, bevor er nochmals die Aufgabe zur Abstimmung stellt. Alex und seine Kommilitonen können so den Ausführungen vor dem Hintergrund der bereits bekannten Fragestellung nochmals folgen und ihre Lösung kritisch überdenken. Wenn die Antworten sehr unterschiedlich sind, leitet Professor Hochstein die sogenannte Peer Discussion ein. Das heißt, Alex und seine Kommilitonen diskutieren ihre Ergebnisse untereinander. Sie tauschen sich über Begründungen für die Lösung aus und setzen sich dadurch nochmals intensiv mit dem Lerninhalt auseinander. Im Anschluss schaltet Professor Hochstein die Aufgabe nochmals frei und die Studierenden können erneut auf dieser erweiterten Wissensbasis eine Entscheidung zur Lösung der Aufgabe treffen. Dank Pingo können Alex und seine Kommilitonen die Vorlesung nun aktiver mitgestalten. Gerade durch die intensive Auseinandersetzung mit den Lerninhalten in der Peer Discussion verstehen sie diese besser und nehmen am Ende mehr aus den Vorlesungen mit.